Ja, hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. So, Leute, wir haben ja gestern relativ viele Infos rausgehauen. Und da gab es dann auch drei Umfragen. Einmal, welcher Skin, die ich da gestern geleakt habe, gefällt euch am besten? Das war dann der Spark Plug und zum anderen der Honor Guard. Also die haben euch am besten gefallen. Was den Prisoner anbelangt, bin ich scheinbar der Einzige, dem der gefällt. Also Herr Sofort findet ihn auch nicht so toll. Ja, und bei der Auswertung haben wir auch einmal geht so und einmal so ein Schrott. Okay, also gut. Kommt scheinbar bei euch nicht so wirklich gut an. Ich finde den cool. Also mich erinnert der irgendwie an so eine Doom-Version. Keine Ahnung, aber gut, alles klar, dann ist das so mein. Naja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, was da rauskommt. Also deswegen machen wir ja die Umfragen. So, dann haben wir, wie gefällt euch der neue Cabbie? Der gefällt zumindest mal einem ganz gut. So, ja, schauen wir mal heute in den heutigen Shop rein. Gucke mal, was da so heute am Start ist im Item Shop. So, nichts Neues dabei. Wir haben als allererstes den Power Cord. Und da gehen wir mal hier rein in diesen. So. Ah, sieht ein bisschen aus wie eine punkige Freiheitsstatue. The Storms. Eigentlich ganz amüsant und kriegt von mir 5 von 10 der Power Chord. So, was hat der Power Chord hier an Noten? Immer mal rein. 3,91 von 5 bei 135 Votes. Das ist verdammt viel und 285 Reminders. So, dann haben wir die Anarchy X und die finde ich persönlich nicht so schön, weil da ist wieder viel Pink dran. Da unten der Totenkopf am unteren Ende ist ganz nice. Aber Pink und so ein gelber Nietengürtel, naja. Also Anarchy X finde ich persönlich, naja, durchwachsen, kriegt von mir 5 von 10. Was haben wir da aktuell? 3,47 von 5 bei 19 Votes. So, dann haben wir den Stage Dive. Und der Stage Dive ist ein Standardgleiter, aber sieht nicht total scheiße aus. Dieses Metallgitter ist auch mal ganz nice, aber kriegt von mir auch nur 5 von 10 oder 4 von 10 der Stage Dive. 4 von 10, das sollte reichen. So, was haben wir denn da? Da haben wir 2,82 von 5 bei nur 11 Votes. So, dann sind wir auch schon mit diesem Ding hier durch. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier diesen Mayhem und den Ruckus mal wieder. So, der Mayhem. Ja, Wasteland Warriors. Was soll ich dazu sagen zum Mayhem? Kriegt von mir 6 von 10. Und da haben wir jetzt hier aktuell 3,95 von 5 bei 22 Votes. So, dann haben wir den Rokus. Ich finde diese Borderland-Dinger gar nicht mal so. Ich finde den gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass der auch wieder ziemlich schlecht angekommen ist. Rokus kriegt von mir 7 von 10 und da haben wir momentan 3,5 von 5 bei 14 Votes. So, dann sind wir bei der Splinter Strike Ecke. Splinter Strike Picke.
kriegt von mir 5 von 10. Mal 3,08 von 5 bei 13. Ups. Haben wir da noch irgendwas? Ach ja, diesen da, ja. Sieht das Ding von hinten aus. Ja, von hinten sieht er nicht so schlecht aus. Sechs von zehn für den Junk Chat. Oh je. 2,56 von 5 bei 18 Votes. So, dann kommen wir zu den Daily Items von heute. Oh Gott, der Hazard Agent. Sorry, aber ich finde, das sieht richtig scheiße aus, der Hazard Agent. Deswegen kriegt der Hazard Agent von mir nur 2 von 10. Ich finde den kacke ehrlich. Hazard Agent, was auch. Okay, was hat er? 2,6 von 5 bei 15 Votes. Der Absolute Zero, momentan noch bei der Ice Map absoluter Oberknaller, 9 von 10 für den Absolute Zero. Das erste Mal wahrscheinlich, dass der von mir so viel bekommen hat. 3,36 von 5, ist die Ice Map weg, kriegst du aber wieder schlechtere Noten. So, 11 Votes. Tactical Spade. Kriegt von mir 5 von 10. Tactical Spade. 4 von 5, 4, keine Ahnung. 2,33 von 5 bei 6 Votes. Finde ich auch nicht, dass die besonders toll aussieht. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Emote. Ich liebe den Intensity vom Techno Wikinger. Hammer, Hammer, mega, mega geil. Hammer, Hammer, mega, mega geil. Intensity von mir muss er wieder 10 von 10, mein absoluter Lieblings-Emote, der Intensity. 3,83 von 5 bei 30 Votes, 107 Reminders. So, dann haben wir den Zani. Oder auch Schrullig. Der Zani oder auch Schrullig kriegt von mir 9 von 10. So, und da haben wir hier 3,43 von 5 bei 21 Votes. Es ist eigentlich ein richtiger Scheiß-Emote, aber irgendwie brennt sich das Ding jedes Mal in meine Birne rein. Ich weiß, dass ich dann später auch wieder daran denken werde. Recycle Model. Sieht eigentlich ganz cool aus. Naja, gut, da nicht so wirklich, aber. Aber beim Fahrzeug sieht es eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ist vielleicht nicht unbedingt optimal bei der Ice Map noch, aber ansonsten sieht es eigentlich ganz nice aus. Ja, für die Waffen finde ich es jetzt nicht so prickelnd. Da geht's. Kriegt von mir 5 von 10. Und Hot and Gold sogar. Ja, hier sogar noch schlechter abgeschnitten. 1 von 5 bei 2 Votes. Also. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Miau.